Hallo, Glück auf und herzlich willkommen zu einem neuen Do-It-Yourself-Video. Ich habe da noch so ein Projekt im Kopf, was unbedingt raus muss und raus will, damit auch wieder Platz ist für neue Projekte. Jetzt kommt die dunkle, nasse Jahreszeit, die etwas ungemütlichere Zeit, wobei der Herbst auch schön sein kann, gar keine Frage. Aber ich möchte es hier drin ein bisschen gemütlicher gestalten. Und da habe ich mir gedacht, ich werde noch ein wenig mit dem Licht arbeiten. Ist es schon gemütlich, wir haben ja eine Heizung, ist schön warm und ein Tässchen Tee dabei. Aber so der Kick fürs Auge fehlte mir noch so. Das glaube ich, kriege ich ganz gut hin mit Licht und da natürlich indirekte Beleuchtung. Das macht alles noch ein bisschen runder, will man so sagen. Jetzt zeige ich dir erstmal, wo das ganze Projekt stattfinden soll, nämlich bei uns hier in der Küche. Unter der Arbeitsplatte soll das Licht installiert werden. Die Lichtleiste bzw. der LED-Streifen geht von da nach da bis in die Ecke. Dann muss ich den Bereich mit dem Flachbandkabel überbrücken und komme dann im besten Falle hier raus. Und dann werde ich den LED-Streifen einmal teilen. Der ist ja alle 5 cm teilbar. Und dann kommt hier der zweite Part hin. Und dann hoffe ich, dass das gut aussieht. Und wenn du auch so ein Projekt im Kopf hast oder umsetzen möchtest, dann würde ich sagen, bleib dran. Könnte spannend werden. Bei diesem Projekt werde ich unterstützt von der Firma Hansemuth GmbH aus Hamburg. Die haben mir da ein paar Sachen zur Verfügung gestellt. Herzlichen Dank dafür. Ja, mein Projekt hier ist ja ein bisschen speziell und die Dame, die mich da betreut hat, auch da erstmal ein herzliches Dankeschön, war geduldig mit mir, muss man so sagen, und wirklich zügige, schnelle Antworten bekommen, sodass das echt erwähnenswert ist, aus meiner Sicht. Die Homepage schreibe ich unten rein und ich schreibe auch oder ich verlinke dann auch mal die ganzen Sachen, die ich jetzt hier verbaut habe, damit ihr da vielleicht nochmal reingehen könnt und euch weitere Informationen rausziehen könnt. Ich will jetzt hier nicht die ganzen technischen Daten auflisten, das wäre jetzt ja auch ein bisschen langweilig. Was habe ich jetzt alles, was ich hier noch verbauen werde? Da werden wir als allererstes, habe ich hier den LED-Streifen namens Köln. Das ist ein, ja, ich kannte das so gar nicht, ein Warmweiß-Kaltweiß-LED-Streifen. Der kann beide Farbtöne, sehr interessant, also von 2000 bis 6000K. Dann habe ich noch einen LED-Controller mit entsprechender Fernbedienung. Die Verbindung erfolgt über Funk und hat eine Reichweite von ca. 20 Metern. Das Signal soll auch durch Wände und Möbel gehen. Da kannst du den Controller komplett irgendwo im Schrank verbauen und dann ist der weg, dann siehst du den nicht mehr. Das ist schon mega. Na gut, dann werden wir da mal testen. Die Fernbedienung funktioniert mit Touch und wird mit 3 AAA-Batterien betrieben. Da kümmern wir uns aber noch mal drum, wenn wir soweit alles eingebaut haben, dann gucken wir uns das noch mal genauer an. Dann habe ich noch hier so ein Flachbandkabel, 5-adrig. Das brauche ich ja für die Überbrückung. Gut, die Kabelfarben, das werden wir später sehen, das passt nicht ganz. Aber das ist dem Strom auch völlig wurscht, durch welche Farbe er da muss. Das sollte funktionieren. Und zum Schluss habe ich natürlich noch das Aluprofil, da wo die LEDs dann eingeklebt werden. Das ist das Profil Elbe. Mit entsprechendem Abdeckung, mit dieser Streuscheibe, die ist opal, milchig und 67% Lichtdurchlässigkeit. Da gibt es noch Befestigungsclips, Endkappen und dergleichen dazu, damit ihr das vernünftig irgendwo auch verschrauben könnt. Das sind die Sachen, die ich so verbauen werde hier. Und dann würde ich sagen, let's go, lassen wir die Spiele beginnen. Goes by and yet I wonder, are you and me still the same? Are you still loving the game? I know I don't. You cast your spell and I went under. I know the laughter and the pain. Plus minus 12 Volt habe ich jetzt aus dem Sicherungskasten genommen. Dann müsst ihr mal bei euch gucken, was da am einfachsten ist. Das ist auch alles sehr individuell von Fahrzeug zu Fahrzeug unterschiedlich. Das dann in dem doppelten Boden mit einem Schlauch verlegt und mit einem Kabelkanal hier an meinem Wasser,
Vorrat vorbei und komme dann da hinten raus mit den beiden Kabeln. Und da soll ja dann auch der LED-Controller drankommen. Dass das hier so ein bisschen alles eng ist, glaube ich, ist jedem klar, ne? Also in diesem Eck, wo ich hier gerade bin, da passe ich gerade mal rein, aber die Kamera garantiert nicht mehr. Ich sage euch jetzt aber mal, was ich gemacht habe bis jetzt. Ich habe jetzt dieses Flachbandkabel in einem, Schlauch verlegt, so dass es vernünftig geschützt ist und nicht aufschrubbeln kann. Den werde ich befestigen mit diesen Schlauchschellenhülsen. Keine Ahnung, wie man die nennt. Dann sieht das so aus. Die Kabeldurchführung von diesem Flachbandkabel habe ich einmal ein Loch reingebohrt, sodass ich dann auf der anderen Seite rauskomme und dann zum LED-Controller gehen kann. Jetzt bohre ich noch ein kleines Loch. Jetzt habe ich die kleinen Halterchen hier dran gebaut. Wo sind sie? Da. Diese kleinen Scheißerchen. Und ein Stück von dem Profil, von dem Aluprofil geschnitten. Ich wollte mal wissen, wie das jetzt aussieht, wie hoch oder wie tief das kommt. Ja, ich finde aber, das sieht gut aus. Es ist auch noch so ein ganz kleiner Luftspalt dazwischen, damit der LED-Streifen vernünftig Wärme abgeben kann. Wenn das hier nicht so eng wäre und so dunkel, wäre das echt eine feine Arbeit. Ich habe mir hier so ein kleines Löschen reingemacht, so einen kleinen Durchgang fürs Kabel. Die Streuscheibe habe ich auch entsprechend zugeschnitten. So sollte es dann passen. Jetzt schneiden wir noch den LED-Streifen. So, dann werde ich das Aluprofil noch einmal entfetten. Dann können wir den LED-Streifen auch schon einkleben. Hier gehen dann die Kabel durch. So, jetzt machen wir noch das Teilchen hier drauf. Blick, black. Können wir die Endkappen noch drauf machen. Das Ganze auch nett aussieht. Dann hätten wir jetzt ein solche Stängchen hier fertig. Dann klipsen wir den mal drunter. Einmal grob ausrichten. Also, klack, klack, klack. Tipptopp, würde ich sagen. Das gefällt. Das gleiche mache ich jetzt auch auf der anderen Seite. Und dann kümmern wir uns um den LED-Controller. Die LED-Streifen habe ich mit
dem Flachbandkabel verbunden. In meinem Fall habe ich es gelötet. Vago-Klemmen sollten aber auch funktionieren. Alles in den Rohr verlegt und dann geht es durch die Wand direkt zum Controller. Da liegt auch eine Schwachstelle vor, wie ich meine. Bei dem ganzen System gibt es hier so ein User-Manual dabei, Bedienungsanleitung. Die ist allerdings nur auf Englisch. Musst du wissen, für mich jetzt nicht ganz so schlimm, aber solltest du wissen. Aus dieser Anleitung geht nicht hervor oder nicht eindeutig hervor, wie die Kabel an dem LED-Controller angeschlossen werden müssen. Ich hatte daraufhin bei dem Support angerufen. Na klar, eine super schnelle Antwort bekommen. Wie soll es auch anders sein? So war ich es auch gewöhnt. Oder gewohnt. Egal. Und die Dame hat mir da sehr gut weitergeholfen. Und für euch ist es sowieso nicht schlimm, weil ihr habt ja das Video. Ihr seht es gleich, wie ich es anschließe. Also von der Seite erstmal alles gut. Ja, ich würde sagen, wir schließen den LED-Controller jetzt mal an und gucken, ob alles funzt. Und dann sind wir so gut wie durch. Time goes by and yet I wonder, are you and me still the same? Are you still loving the game? I know I don't. You cast your spell and I went under. I know the laughter and the pain. Will I ever love again? I don't know. Ja, dann sieht das so aus. Hier kommt das Flachbandkabel von unten her. Von den LED-Streifen und hier hast du Plus und Minus. Jetzt nur nicht verwirren lassen, die Farben stimmen jetzt nicht mehr, habe ich aber eingangs gesagt, dass sich das switchen wird unterwegs. Ich blende jetzt nochmal ein Bild ein, wie es angeschlossen werden muss, wenn du den LED-Controller direkt an die LED-Streifen anschließt, also mit diesem braun-gelb-weißen Kabel, also das Originalkabel, was an dem LED-Streifen ist. Und wenn du jetzt alles richtig gemacht hast und du hier, oder zumindest bei mir ist es so, hier den Strom, ja, piep, piep, den Strom einstellst, dann sollte es da unten rot leuchten. Und sobald du die Fernbedienung betätigst, leuchtet da dieses Remote, glaube ich, heißt das. Ja, Remote in grün auf. Jo. Jetzt noch den LED-Controller an der richtigen Stelle verschrauben. Ja, dann sieht das so aus. Alles jetzt verbaut. LED-Controller ist jetzt auch verschwunden. Kabel alles schön verlegt in Kabelkanal und Kabelschlauch. Ja. So, ja, alles fertig. Ja, der Einbau war ja denkbar einfach, hast du gesehen. Bevor, ich mach das mal kurz aus. Schon geil. Ich werde jetzt hier gleich mal alles dunkel machen, soweit es geht. Und versuchen, dir mal diesen, das Licht zu zeigen, was die LEDs so können. Vorher noch ein kleines Wort. Ich mach das mal so. Ein kleines Wort zu der Fernbedienung. Du kannst die hier oben an- und aus machen, also auch die LED-Streifen an- und aus machen. In der Mitte hast du zwei so eine Punkte. Da kannst du einmal direkt warmweiß und einmal kaltweiß. Und dann hast du noch so einen Ring hier. Da kannst du dann stufenlos den Farbton einstellen. Wie gesagt, zwischen 2000 und 6000 K. Und hier ganz unten hast du noch die beiden Punkte, wo du dimmen kannst. Alles, machen wir wieder so, alles mit Touch natürlich, selbstverständlich. So, jetzt gehen wir mal rüber, beziehungsweise jetzt mache ich mal alles dunkel und dann gehen wir da mal rüber und gucken mal, ob ich da irgendwie das Licht einfangen kann. Kann sein, dass es ein bisschen rauscht, aber für den Eindruck, ne? So, ich mache das jetzt mal an. Das ist die komplette Weiß. Jetzt gehe ich auf den mittleren Punkt in Warmweiß. Das ist komplett Warmweiß. Und jetzt kann ich ihn aber nochmal über dieses Rädchen entsprechend einstellen. Ich hoffe, man sieht das.
spiele jetzt hier mal so ein bisschen drin rum. Ja. So, dann kannst du den ganzen Kleiderrabatsch dimmen. Das ist das dunkelste. So, und da ist das hellste. Ich hoffe, das ist jetzt einigermaßen gut rübergekommen. Ist schon ein bisschen schwierig, das so einzufangen. Aber gut. Aus meiner Sicht, das sieht super aus. Ganz ehrlich. Das ganze System kannst du natürlich auch zu Hause verbauen auf 230 Volt. Dann bekommst du dann so einen Trafo dabei. Bevor wir zum Schluss kommen von diesem Video, vielleicht nochmal ganz kurz meine persönlichen Highlights. Jetzt so nach dem Einbau ist definitiv dieses Aluprofil. Das ist so schlank, das ist so, ja, für mich schön designt. Den Halteklammern, die halten wie blöd. Die Schiene ist nur unwesentlich breiter als der LED-Streifen und das macht das Ganze sehr kompakt. Sehr schön. Richtig geil ist die Streuscheibe. Ich habe schon viele Systeme so gesehen. Da kannst du aber immer die einzelnen LED-Punkte durch die Streuscheibe sehen. Das sieht dann immer aus wie so ein, ja, Pünktchen eben. Bei dieser Streuscheibe so gut wie gar nichts. Das ist ein Farbstreifen. Egal ob warmweiß oder kaltweiß. Und das ist mega schön. Aus meiner Sicht natürlich nur. Ne? Wie ihr darüber denkt, weiß ich nicht. Aber ich finde es total schön. Dann der LED-Controller. Den kannst du ja ins Möbel verbauen. Das heißt, du hast mit der Fernbedienung, brauchst du keinen Sichtkontakt irgendwo. Ja? Das Ding funzt. Geht mal bitte auf die Homepage und lasst euch mal inspirieren. Es lohnt sich. Die haben Profile da, ob rund, eckig, für die Kante, Bodenprofile, Wandprofile, mit Glasinlay, astrein. Und ich habe da hinten eine am Bett so ein Kopfende, so ein halbrundes, ja, Kopfendenteil. Und dahinter ist ein bisschen Platz und da könnte ich mir vorstellen, dass ich mir ein Profil hole, was flexibel ist. Das haben die nämlich auch. Das kann ich mir aber mal so richtig gut vorstellen. Dann hast du genau so den Bogen. Boah, perfekt. Tut euch selber den Gefallen, geht da drauf, lasst euch inspirieren, schaut mal, was da geht. Da gibt es noch jede Menge anderes Zeugs. Da werdet ihr fündig, bin ich mir sicher. Bevor ich zum Schluss komme, ich hoffe, dass du die ein oder andere Anregung aus diesem Video ziehen konntest, was man alles so nachträglich mit Licht verbauen kann. Oder speziell bei älteren Wohnmobilen oder aber auch Wohnwagen, geht ja beides. Die sind ja von Hause aus nicht so üppig mit Ambientebeleuchtung ausgestattet. Vielen Dank fürs Zusehen, bleibt sauber, macht's gut. Wir sehen uns im nächsten Video. Danke und tschüss.